Mehrgenerationenhäuser sind Tagestreffpunkte für Menschen, die in einem Wohnquartier leben, um dort gemeinsam aktiv zu werden oder Angebote, die das Haus vorhält, zu nutzen. Bei uns gibt es unter anderem Hausaufgabenbetreuung im offenen Bereich, offene Sprechstunden zum Beispiel vom Pflegestützpunkt, Kinderbetreuungsangebote, Chor, Gruppen, Demenzkrankenarbeit, Gesprächskreise. Demenzkranken haben hier ihr geschütztes Umfeld. Sie sind die Hausherren dieser Einrichtung, dieses Tanzcafés. Sie bestimmen das Geschehen, das Tanzen und das Singen und das Essen und Trinken. Und wenn dann ein Demenzkranker mal vom Nachbarteller den Kuchen nimmt oder aus der falschen Tasse trinkt, nimmt das überhaupt niemand übel, das fällt gar nicht auf. Zum Zweiten ist es wichtig für die Angehörigen, hier mal in einer entspannten Atmosphäre zu sein, miteinander zu reden, Erfahrungen auszutauschen, denn die Angehörigen sind Familienfachleute. Die Ehrenamtlichen spielen bei uns eine ganz wichtige Rolle, weil sie alles das, was am Rande des Tanzcafés mit Organisation und Durchführung zu tun haben, verantwortlich hier begleiten. Herzlich willkommen zu unserem Tanztee im April. Ich mache die Musik hier gerne, weil ich denke, dass da auch was passiert. Musik ist ein direkter Zugang zur Seele und das ist eine Art Therapie. Da passiert was mit den Menschen. Wenn ich in die Gesichter der Menschen schaue, dann merke ich, das macht fröhlich. Also mich macht es fröhlich und ich glaube, die auch. Durch Zeitung, durch die Selbsthilfegruppe sind wir hier zu dem Mehrgenerationshaus gekommen. Es ist hier wunderbar. Man fühlt sich richtig geborgen hier. Man weiß, man ist aufgehoben. Das Tanzen ist wunderbar, die Spiele sind prima, das Malen. Und Mutti hat viel Freude dran. Na ja, hier ist meine Tochter. Und die ist hier, also muss ich auch hier sein. Muss ja ein bisschen aufpassen, wa? Ne? Okay. Mal gucken. Hoch auf dem gelben Wagen. Jawohl! Wir haben Volkslieder angespielt, die Melodien, und Sie sollten erraten, was es für ein Lied ist. Und wer es erraten hat, hat auch ein Stückchen Schokolade bekommen, so als kleine Belohnung. Und dann haben wir es gemeinsam gesungen. Das Entscheidende daran ist ja, dass die Leute sich erinnern können an alte Texte aus ihrer Kindheit. Und über Musik geht das viel einfacher, als wenn ich ihnen irgendeine Frage stelle. Die können sie nicht so leicht beantworten. Also gerade bei Demenzerkrankten. Und da kommt so ein Stückchen Gedächtnis wieder. Und es motiviert diese Leute unwahrscheinlich, dass sie merken, oh, ich weiß das noch. Auch wenn sie andere Dinge, bestimmte Sachen schon nicht mehr so gut können. Ja, oder eben schwer noch fällt für bestimmte Sachen. Aber beim Singen, da sind sie alle sehr munter. Und da blühen sie richtig auf. Ich finde das unverzichtbar und es wird Zeit, dass eine größere gesellschaftliche Aufmerksamkeit für solcherlei entwickelt wird. Ich wünsche mir, dass unser Tanzcafé weiter bekannt wird und dass wir damit weiter ganz viel gute Arbeit machen können.